This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Im Moment bin ich ein bisschen dran und habe schon ein bisschen Saft gefastet. Die letzten Wochen praktisch. Und wollte jetzt dann auch die letzte. Und zwar, ich fliege im neuen Jahr, 3 Monate nach Thailand. Freue ich mich schon voll drauf auf die ganzen Früchte und so. Und bis dahin wollte ich jetzt noch ein bisschen dieses Jahr, die letzten Monate, so ein bisschen ausklingen lassen, ein bisschen regenerieren, ein bisschen Saftfasten immer wieder machen. Und ich habe schon jetzt zuerst, wie viele Tage habe ich jetzt wieder gegessen? Ich hatte 2 Tage im Prinzip. Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage wieder 2-mal am Tag Früchte gegessen. Und vorher hatte ich 4 Tage Saftfasten gemacht. Und davor, das war eigentlich schon auch schon Fasten für mich. Oder eine fast noch stärkere Entgiftung, weil vorher habe ich 11 Tage, also zuerst 11 Tage, nur Saft und einmal am Tag habe ich Zwetschgen gegessen, eine Portion Zwetschgen, weil die reif waren. Und dann habe ich 4 Tage komplett nur Saft und jetzt habe ich dann 2 Tage, 2 Tage wieder 2-mal am Tag Salat, Gemüse, gemischtes gegessen, Kürbis und einmal Früchte jeweils am Tag. Und jetzt wollte ich nochmal anfangen. Heute habe ich nochmal zu Mittag eine Mango gegessen und ansonsten nur Saft. Und jetzt wollte ich dann nochmal heute mit dem Saftfasten starten die nächsten Tage oder dann vielleicht auch eben nochmal irgendwie ein Trockenfasten reinbringen. Mal schauen, wie es läuft. Auf jeden Fall, deswegen bin ich im Moment auch ein bisschen beim Fasten, verarbeitet man einfach so viele Dinge und so weiter. Kann sein, dass ich dann mit Videos auch ein bisschen weniger machen werde oder so. Mal schauen. Und je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich auch gerade Lust, aber wie es halt gerade passt, ne? Und ja, ich wollte jetzt mal schauen und ja. Und jetzt Oktober auf jeden Fall noch Saftfasten irgendwie machen. Einfach mal schauen, wie es dann ist. Ich habe da jetzt kein Ziel, ich wollte einfach nur Trockenfasten wollte ich auf jeden Fall dann nochmal machen dieses Jahr. Also mal 4, 5 Tage Trockenfasten oder so, je nachdem wie lang, wie ich mich fühle oder so. Aber das war eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal machen wollte. Und eben den Rest, fast nur Saft jetzt eigentlich, wollte ich dieses Jahr. Und ab und zu, wenn ich halt Lust habe, dann noch essen, um einfach noch ein paar Gifte rauszubekommen und so. Und dadurch, dass ich jetzt im Moment das Fasten, stört mich eigentlich körperlich gar nicht mehr. Also ich nehme auch eigentlich nichts mehr ab jetzt beim Fasten. Und deswegen, früher hat es mich immer nur so gestört, so viel abzunehmen, aber das ist eigentlich, ich denke, das ist aus dem Fett und aus dem Körpergewebe ist das meiste entgiftet bei mir. Ich weiß nicht, also ich nehme eigentlich im Moment, ich habe jetzt auch, wo ich praktisch 15 Tage jetzt Saftfasten gemacht habe, die ersten 11 Tage einmal am Tag Zwetschgen gegessen habe, in der Zeit habe ich jetzt auch nichts abgenommen, so. Ich weiß nicht, also im Gesicht sieht man es mir, denke ich, sowieso nicht so an, dass ich jetzt die letzten dann die 11 plus die 4, 15 plus die 2 Tage, 16, 17 Tage habe ich jetzt so halt mit Ein- und Ausleiten jetzt vom Fasten, Saftfasten gemacht und pff, also nach einer Zeit ist Fasten einfach immer leicht, es ist einfach angenehm, man verarbeitet halt einfach geistig so viele Dinge und deswegen ist es halt auch anstrengend und ich wollte es deswegen auch nicht übertreiben. Und wenn ich dann irgendwie das Verlangen oder Lust auf was zu essen hatte, habe ich es dann auch gemacht. Deswegen hatte ich dann auch nach 4 Tagen, hatte ich mal wieder Lust auf Essen und es ist eh schnell genug. Man hat alle Zeit der Welt, soll sich da keinen Stress machen mit dem Fasten. Wenn es zu stressig wird, soll man aufhören. Und sich da auch nicht von sich selber reinreden lassen, nur weil man sich das Ziel gesetzt hat, irgendwie so und so viele Tage zu machen. Wenn es sich nicht gut anfühlt, lasst es. Dann brecht einfach ab und dann macht lieber nochmal kleinere Fasten. Ist viel effektiver als irgendwie so ein ewig langes Fasten. Dabei könnt ihr euch nur noch mehr kaputt machen oder schaden.
lieber immer kürzere Fasten und dann irgendwann mal länger werden. Und ja, das sind so die Dinge, die ich dieses Jahr noch machen wollte, so mit Saftfasten, Trockenfasten ein bisschen eben. Und mal schauen, wie es sich so ergibt. Wenn es euch interessiert, werde ich immer mal berichten. Schreibt einfach unter das Video Kommentare, was euch interessiert, was ihr für Fastenerfahrungen habt und wie es bei euch da so ausschaut. Ja, macht's gut, Leute. Peace.